Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge von Let's Play Omni 2. Wir fahren wieder in Hamburg. Wir sind gerade am Jungfernstieg und fahren jetzt weiter mit dem Mercedes-Benz O405 N2G oder 2G. Nee, G. Nee, NG2. Also das heißt nicht O405 N2G fertig. Immer diese blöden roten Ampeln. Hallo, guten Morgen. Guten Tag. Ich hätte gerne einmal großen Bereich. Die meisten werden immer alles in groß. Mein Grün. La. Fahren Sie denn? Ich fahr gut! Es müsste einen Aufkleber geben für diesen Bus. Muss draufstehen: Meckern ist nicht erwünscht. Moin. Moin. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Ganz moin. Moin, ich schwöre. Vielen Dank. Bitte einmal 9 Uhr Tageskarte. Ach, meine Tageskarte. Dankeschön. Bitteschön. Ja, mein C2, mein Kollege. Ja, das Bug, wenn ihr gerade im Rückspiegel gesehen habt, das kann man leider nicht ändern, dass die dass das Gelenk in der Straße einsickert. Ich laufe aber wieder. Ist aber nur beim KI-Verkehr, also keine Sorge, es ist nicht in eurem Bus. Guten Tag. Guten Tag. Morgen, Manni. Hallo. Wie sie alle einsteigen. Ja, hier unten ist unser Fahrplan. Was diese Sicht angeht, kapiere ich gar nicht. Muss ich nicht kapieren, oder? Ich stelle jetzt erstmal unser Cockpit ein. So. Es geht auch bis hier so runter, aber ich mag es immer, es richtig schön oben. Es macht das Fahren mehr Spaß, finde ich. Und von daher, wir haben mal wieder hier elektrischen. Den gebammelt Sessel, wobei die eigene Sicht sich nicht verändert. Nur halt ein kleines Spielzeug. Hier haben wir die Fahrradtür. Feuerlöscher. Wenn es mal brennen sollte und man die guckt. Geht nur, wenn man, ich glaube, die Haltestellenbremse einnimmt.
Nein. Das geht nur, wenn die Türen verriegelt sind. Dann macht das ein schönes Geräusch und man sieht, wie das wie der Kneeling runtergeht, ne? Und machen wir jetzt wieder hoch. Skirt. So, und das hier, ich glaube. Ja, da kann man die Sache schon. Ich hab's vergessen, egal. Ihr wisst schon, was ich meine, und weiter geht's. Weiter geht's. Ja, wer sich jetzt fragt, was hast du für ein Renderprogramm gekauft? Ich habe mir das Magix Video Deluxe 2014 Plus gekauft für 77 Euro statt 99 oder so. Gab es im Angebot, das heißt in Sparangebote. Ja, und da gab es auch die Premium-Version für 102 Euro. Statt 120 Euro, ihr könntet 18 Euro sparen. Habe ich mir aber nicht bestellt. Ich war erst am überlegen, ob ich das nehme. 100 Euro ist schon unter Preis. Aber ich habe es mir für Plus entschieden, weil im Grunde reicht das sowas auch. Es gibt ja die stinknormale Version, dann gibt es die Plus-Version, dann gibt es die Premium-Version. Ich habe jetzt die Plus-Version genommen, weil ich habe auch genau Deutsch geguckt. Ich habe alles dabei, was ich brauche, und das ist gut so. Wozu also die Premium-Version? Ne? Völliger Schwachsinn, aber ja. Ja, ich habe es mir natürlich bestellt. Ich habe es nicht online gekauft, da gibt es auch eine Sicherungs-Idee. Müsste man sich für extra 4 Euro als Versand, keine Ahnung, bestellen, was sicherer ist. Und ich habe mir lieber die Box-Version gekauft, weil was machst du, wenn auf einmal der Key weg ist und oder dein Computer geht in Flöten und du hast da die Datei drauf. Für guten Tag. Moin. Für das Renderprogramm. Und von daher habe ich mir lieber zuschicken lassen. Durfte es mir an der Parkstation noch extra abholen. Dummerweise habe ich dummerweise war keiner zu Hause gewesen, von daher. Aber naja. Bis jetzt habe ich es noch nicht benutzt, also sprich nach dem Aufnehmen werde ich es zum allerersten Mal nutzen, und ihr werdet sehen, wie das Video so ist. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, dass es nicht mehr so dunkel ist. Die Probleme kennt man ja bereits, leider. Das lag an das Renderprogramm, bei wo ich das ungerenderte Video angeguckt habe, war die Farbe normal bei Feuerwehr 2014 Simulation. Nach dem Rendervorgang war die Datei komischerweise viel dunkler. Und das ging mal überhaupt nicht. Und von daher kam es auch, wenn ich jetzt auf den Brennerplan gehe, mehrere Ränder. Moin, moin. Bitte den Fahrschein für den Nahbereich. Also sprich, mehrere Videos zu rendern. Da kam nach dem ersten Vorgang sofort eine Meldung von konnte den Fahrschein Nahbereich. Dinge beim Dungel nicht finden, wo was da stand. Und das Wort lässt sich, ich muss das nach vorne machen. Also, nee, vergiss es, du kaufst jetzt ein Renderprogramm.
perfekt ist sogar bekannt ist und fertig. Ja, habe ich jetzt nachgeguckt. Und es gab recht viele positive Meinungen über dieses Magix. Und es hat mich halt beeindruckt und ja. Nächste Haltestelle. Nein, da sind wir noch nicht. Wir sind erstmal auf einer Straße. Ich glaube, das brachte den GPS. Eine Kinderfahrschein, bitte. Oh, wie niedlich. Ich glaube, das stimmt so nicht. Ich hätte gerne einmal Einzelfahrt Großbereich. Das stimmt ja wohl. Du hast nur 2,5 Cent gekriegt. Mehr bist du auch nicht wert, mein Lieber. Großbereich, ja, natürlich. Ein Fahrschein, du hast einen Fahrschein. 2, 4, 6, 7, 50, 70. Es ist schwer mit der Maus. Ganz schwer. Nächste Haltestelle. Hafisch die Huder Weg. Ja, so ist es. Da sitzt das Ungeheuer von Loch Ness, ne? Hier gibt es eine Stoppmeldung, Störungsmeldung etc. Bei. Ne? Und ja, wie soll ich sagen? Ich habe bis jetzt noch keine Störung bekommen von dem Bus. Ich bin schon sehr oft damit rumgekauft und ja. Zeit für eine Störung, ne? Wann sie kommt, weiß ich nicht. Ja, ich sehe, wir sind schon wieder am Ende mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich sehr über einen Daumen freuen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ach, wieso sage ich morgen? Ich weiß es nicht genau. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Und ich sage nur Tschüss, Bye-bye, auf Wiedersehen.